Heißt das, du würdest anstatt mir gehen, um die Prinzessin zu retten? Aha. Sehr gut. Lass mich dir die Melodie beibringen, die den Tempel öffnen wird. Aha, das brauchen wir, genau. Die Prinzessin hat sie mir beigebracht. Ich singe sie dir leise vor. Hör gut zu. Normal sollte es jetzt hier Affengeräusche geben. Äp, 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 äp. Kein Problem, kriege ich hin. Äp, 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 äp. Die Sonate des Erwachens. Und alle glotzen und keiner macht was. Dem König geht's gut. Also, wie der Affe schon gesagt hat, brauchen wir dieses Lied, um überhaupt den Tempel zutage zu bringen. So, wunderbar. Hätten wir das auch geschafft? Du hast die Sonate des Erwachens erlernt. Diese Melodie erweckt jene, die in tiefen Schlaf fielen. Habt ihr das gehört? Diese Melodie, nur die königliche Familie kennt sie. Das beweist, dass der Affe die Prinzessin getäuscht hat, um in den Tempel zu gelangen. Beginnt mit der Bestrafung des Affen. Oh oh, jetzt wird's aber ernst. Na super. Nimm die Abkürzung, welche das Dekovolk nutzt, um zum Dämmerwald-Tempel zu gelangen. Aber du musst dich beeilen, ansonsten wird mich der König bestrafen. Ich hab Zeit. Ah. Nein. Okay. Die Abkürzung... Mensch, mein Emulator, was geht ab? Ist hier folgende. Nämlich... Was war das? Hier hoch. Und, Achtung, wer hätte es gedacht? Dämmerwald-Abkürzung nur für Deko. Ganz easy, wenn man es weiß. Okay. Ach so, ja. Gut. Hier sind wir dann auch wieder in den verlorenen Sümpfen. Und zwar diesmal über den Dächern quasi. Verstecken uns zuerst in der Blume hier in diesem riesigen Pilz, was immer das sein soll. Und müssen von Blume zu Blume schwingen und dabei auch diesen komischen Elektro Hummeln, Bienen, was auch immer ausweichen. Die können wir allerdings ganz leicht vernichten, indem wir hier rausfetzen und sie killen. Ja, scheiß Viecher. So, von Blume zu Blume. Macht Abgang. Und dann im Endeffekt hier rauf. So, dann können wir hier hochlaufen. Und mit der letzten Blume können wir hier zum Wasserfall auf die erste Etage. Und da ist auch unser guter alter Freund Eule. Schuhuhuhu, welch seltener Anblick. Und du bist doch ein Feenkind, oder? Was, was magst du wohl hier im vergifteten Sumpf verloren haben? Es steht mir nicht zu, deine Entscheidung in Frage zu stellen. Du kehrst wohl besser in die Stadt zurück. Dieser Sumpf hat seinen Schutzgott verloren. Doch war es ohne sein Schicksal aus der Existenz zu verschwinden. Und dieses Schicksal beschränkt sich nicht auf den Sumpf. Mein Gott, Eule, laber nicht wieder so viel. Doch hast du den Mut, im Antlitz des Schicksals gegenüberzutreten, werde ich etwas lehren. Hast du die Steinstatuen bemerkt, die Abbilder von mir sind? Ja. Im ganzen Land habe ich sie verteilt, um dem zu helfen, der die Kraft in sich trägt, das Schicksal dieses Landes zu verändern. Wo immer er erscheinen mag. Sofern du ein Zeichen deiner Anwesenheit an dieser deiner Steinstatue hinterlassen hast. Also auf Deutsch, wir müssen mit dem Schwert dranhauen, damit die Statue aktiviert wird. Und wenn mit dem Lied es uns die Eule jetzt trillert, können wir dann uns immer von Statue zu Statue beamen. So. Eule weg. Dann gucken wir uns das Ding hier an. Noten sind in den Stein gemeißelt. Mhm. Die Pfeifen rausholen und ein neues Lied lernen. Du, du, du. Du, du, du. Du, du, du.
das Lied der Schwingen. So, damit haben wir auch ein sehr wichtiges Lied gelernt, mit dem wir uns von A nach B teleportieren können. Genau. Und das ist das Lied der Schwingen gelernt. Melodie lässt sich in die Lüfte entschweben und Windeseile, Stein, Statuen, Vogel, Teile, Dings darunter. So, das nur am Rande. Eigentlich wollten wir hier weitermachen, nämlich mit dieser Blume kommen wir nun endlich zum Eingang des Tempels. Ja. Der ist hier. Mond. Dämmerwald. Wow. Genau. So. Links hohes Gras, geradeaus zwei abgestorbene Bäume mit bisschen Grünzeug noch oben dran und rechts ist der Weg, den wir entlang gehen müssen. Doch, bevor wir das machen, hupsen wir zuallererst nach links durchs hohe Gras. Da vorne ist eine Kiste. Hoppala. Machen jetzt erstmal die Kiste auf. Das waren Schrubine. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ach nein, scheiße, da hinten ist er. Ah, hahaha, okay, hab mich vertan. Nämlich, da ist nur ein Herzteil. Aber pst. So. Und weiter. Und hier entlang. Die Viecher sind eklig. Die stumpen einen nämlich so gerne hier runter. Gut. Hier kriegst du eine Blase ins Gesicht. Au! Deku-Sack. Nein, fangen möchte ich dich nicht. So. Wenn wir diesen kleinen Laubkerl besiegt haben, stirbt er und Hillel lässt uns seine Blume. Und den Mama stylisch mit einer Deku-Nuss. So. Na, Deku-Nuss, komm her. Okay. Tapsel. So, dich auch noch schnell besiegen. Und davon auf die große Plattform müssen wir, denn wenn wir da sind, haben wir es schon geschafft. Wenn das nicht das Zeichen der Dekus ist, ich frage mich, ob sie hier ihren Göttern huldigt haben. Navi, Tail, du bist so schlau. Hier ist, haben wir wieder eine Eulenstatue. Wenn wir die anhauen, haben wir hier quasi den Checkpunkt. Können wir uns wieder mit dem Lied der Schwingen hinbeamen. So, jetzt mache ich aber doch erst noch weiter. Ganz einfach, um nochmal an das Herzteil zu kommen. Oh, jetzt bin ich auch noch in die Fee gerasselt. So. Hier. Und da drüben. Bombe! Ah! Dieses Mistvieh. Na warte. Oh, du Ratte! Hier. Und hier. So. Ich glaube, ich muss Schluss machen. Naja. Gut. Beim nächsten Video geht's genau an dieser Stelle hier weiter. Bis dann!